Ich bringe jetzt zweite Versiegelungsschicht drauf, Gummirakel, Pinsel für die Ecken, Gummirakel, um die Versiegelung gleichmäßig aufzuspachteln. Die Ecken und Kanten streiche ich hier ganz einfach mit einem Pinsel vor. Dadurch, dass hier bereits die erste Versiegelungsschicht aufgerollt worden ist, erleichtert es mir die Arbeit mit dem Gummirakel nachhinein. Gummirakel ist ein sehr praktisches Werkzeug. Die Spachtelfläche ist sehr flexibel. Grundsätzlich ist es sehr einfach, mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Der Vorteil von dem Gummirakel im Gegensatz zu einer Rolle ist, dass die Versiegelung gleichmäßig aufgetragen wird und jede Vertiefung damit verschlossen wird. Interessanterweise ist auch der Verbrauch von der Versiegelung mit dieser Methode auch viel geringer als mit einer Malerrolle. Mindestens eine Schicht von der Versiegelung sollte bei dem Mikrozementboden aufgerackelt werden. Um noch sichere Stufe zu gewährleisten, kannst du zwei Schichten mit dem Gummirakel aufbringen. Ich arbeite hier einfach in Bahnen und bringe die Masse einfach vor mich hin. Achte darauf, dass sich keine Nase bilden und die Versiegelung gleichmäßig von mir aufgespachtelt wird. Also ich sammle hier auch den Schmutz vor, von dem Untergrund, wie auch immer, ja, wird ja vor mich hergeschoben. Ich kann das einfach jetzt nur mit einem feuchten Lappen abputzen, das Ganze sammeln und kann gleich den neuen Tropfen aufbringen und somit weiter versiegeln. So erstellte Versiegelung hat ganz andere Haptik. Das heißt, da, wenn es versiegelt, fertig versiegelt ist, hat man wirklich keine Stellen, wo man zum Beispiel mit den Socken hängen bleibt, wie beim Rollen, Aufrollen. Bei Aufrollen, klar, ich verteile die Versiegelung, aber hier ziehe ich wirklich die Sachen von mich heran. Und beim Aufrollen, wenn ich da zum Beispiel Staub habe oder Steinchen vielleicht, weil es kann immer was passieren, oder Härchen, die bleiben auf der Rolle und werden einfach verteilt. Hier sammle ich den Schmutz und verteile die Versiegelung tatsächlich auch wirklich sehr gleichmäßig auf. Und so sieht der fertig versiegelte Mikrozementboden aus. 5 Tage aushärten lassen, dann kann dieser Belag komplett ohne Bedenken genutzt werden.